Ja, dass Peter Simonischek als Skifan beim Night Race live dabei ist, versteht sich von selbst. In Schladming hat der steirische Schauspieler vor kurzem erfahren, dass der Film Toni Erdmann, in dem er die Hauptrolle spielt, ins Rennen um den Auslands-Oscar geht. Die Freude über die Nominierung ist groß. Also erstmal freue ich mich wirklich riesig, dass das geklappt hat. Weil abgesehen davon, dass man immer eine gute Arbeit versucht abzuliefern, hofft man natürlich insgeheim immer irgendwie, dass es mal wirklich so richtig flutscht. Ja? Und schon in der Schauspielschule begrüßt man sich schon und sagt Halli, hallo, hör mal, Telefon für dich, Hollywood hat angerufen. Ja, das ist so ein Running Gag. Und ja, wenn es dann wirklich so ist, ist super. Wie und wann haben Sie es heute genau erfahren? Ja, wir waren gerade beim Eisstockschießen da unten. Ja. Wir sind in Schladming, aber das sieht man ja im Hintergrund, weil ich ein wirklicher Skifan bin. Und wir wussten so um die Zeit herum, so 14 Uhr, 14.30 Uhr, sollte man irgendwie Nachricht kriegen. Und ich habe gerade gedacht, naja, es ruft keiner an. Ja. Der eine denkt, das soll ihm lieber ein anderer sagen, dass das nichts geworden ist. In dem Moment klingelt das Telefon bei meiner Frau. Und sie strahlt mich an, hält den Daumen hoch. In dem Moment klingelt mein Telefon und ich höre von beiden Seiten, hey, du bist nominiert mit Toni Erdmann. Super. Was glauben Sie denn eigentlich, er macht den Erfolg dieses Films aus? Na, jetzt könnte ich, um es kurz zu machen, mit Billy Wilder sagen, das Wichtigste, was ein Film braucht, sind drei Dinge. Ein gutes Buch, ein gutes Buch und ein gutes Buch. Ja. Aber und gute Schauspieler. Gute Schauspieler, gute Regisseurin, Leute, die gut miteinander können, die gemeinsam was Gutes wollen und so. Ja, es stimmt schon, es ist nicht so einfach wie beim Maler oder einem Komponisten, der autark ist in seiner Arbeit. Wir sind immer darauf angewiesen, dass viele, viele Sachen zusammenstimmen. Ne? Sagt Peter Simonischek im Gespräch mit Rainer Pariasek.